Hallo. Ich muss mal niedersitzen, weil bist du deppert, Herster. Das war jetzt knapp. Ich war schon gleich Spock gekommen, der Regisseur, der Klaus, ich weiß, kennen Sie den Klaus, den Regisseur? Der hat schon gesprungen. Der hat schon gesprungen. Nein, das ist ja... Ich war ja, ich komme aus St. Peter in Dau, ich weiß, ihr kennt Niederösterreich, ja. Und ich bin von oben, ich bin eh bald nur weggefahren von daheim. Aber beim Oberfahren ist mir das Navi. Kennt ihr so ein Navi? Ein GPS habe ich ihn auch, GPS. Das heißt, GPS ist Abkürzung, heißt geografisch besonders schlau. Und das ist... Und müsst ihr euch vorstellen, ich meine, das fällt aus. Das ist, war, auf einmal war das schwarz. Weißt? Und man ist so deppert. Ehrlich, man verlässt sich auf die Technik, stimmt's nicht? Ja, das ist so. Du, wer hat denn heute nur eine Straßenkarte im Auto? Ich nicht. Nein, weil es eh mit mir redet. Das Navi. Und beim Oberfahren nicht mehr. Ich weiß nicht, wieso spinnt. Also redet nicht mehr. Ne? Das ist, Nein, aber man verlernt so viel. Ich glaube, ich konnte so eine Straßenkarte gar nicht mehr lesen. Ja, weil man sich nur mehr auf Technik verlässt. Und dann macht es einen Schnalzer, dann bleibt der Trottel über. Ne? Kann man die so gleich spät zur Aufzeichnung? Oh. Danke. Ja, das ist, ja, Technik. Ich glaube, ich finde sie nicht recht. Der redet keiner mehr mit dir. Und du, wenn du jahrelang nur da hinhörst, dann kennst du dich nicht mehr aus. Du schaust dann nicht mehr auf ein Verkehrszeichen. Nix. Ich glaube, ich habe lang gesucht, bis ich es gefunden habe. Hahaha. Ich hab lang, da fahr mir ohne Navi, hallo. Ich hab lang gesucht, dieses Klagenfurt. Und find mich da her ins ORF-Studio. Mein Lieber, darum ist es so knapp gewesen. Ja, ich hab mit der Technik sowieso, ich los jetzt mein Programm, weil ich, das ist sowieso weg, weil ich so aufgeregt bin. Weil es so knapp war. Schau, wie es mich, ne? Wie es mich reißt. Ja. Ich habe ja mit der Technik sowieso, sei klar auf. Ja, ja, ja. Sei klar auf, bin ich mit der Technik komplett übers Kreuz. Ja, das hat sich, durch mein ganzes Leben hat sich das schon gezogen, deppert die Technik. Das hat schon angefangen bei der Geburt. Ja, bei der Geburt ist es schon losgegangen. Hey, andere kommen ins Spital auf die Welt. Ja, die schlupfen. Dann habe ich nur durchgeschnitten, der Nächste. Die machen das in Akkord, verstehst? Ja. Bei Vollmond ein wenig mehr. Ja. Aber na gut, was war bei mir? Ich komme daheim auf die Welt. Wer kommt? Eine alte Hebamme. Was hat's mit? Ein stumpfe Schar. Die sitzt da. Na. Bei Navi ist nur du. Na. Ich meine, was ist denn mit dir? Nein! Die Ferkel bei der Nabelschnur, ich habe derer schon zugeschaut. Ja. Nein! Ich hab dann derer die Nabelschnur selber so hergeholt. So. Ich selber. Ja. Und ich habe mir dann doch beißen wir es vielleicht durch. Sind wir schneller? Ich nicht, weil ich hab noch keine Zent. Ich sehe auch nicht, sie hat wieder keine Zent. Hey, eine Viertelstunde hat die... No, no. Ich hab schon geglaubt, die kommt von der Mama gar nicht mehr los. Jetzt hat sie, so hat sie das durchgezogen. Durch mein Leben hat sie das durchgezogen. Komplett. Das nächste, Gitterbett. Kennt sich hier noch erinnern? Kannst du noch erinnern, wie es den Gitterbett drin? Ich schon. Da liegst du, und da hat es früher gegeben, kennt sich erinnern, da hat es gegeben, also du liegst im Gitterbett und ober dir haben sie aufgehängt zu einem Teddybären. Wisst ihr, was ich meine? Teddybären, da ist von Aloch, von Teddybären, ein weißes Schnierl rausgekommen. Wisst ihr das noch? Wenn du da angezogen hast,
hat der gesungen. Ja, das war er. Zur Beruhigung. Also, so Lieder wie La. Nur. Drum. Sicher kennt es. Kennt ihr ja auch diese Dede? Jetzt pass auf. Ich liege im Gitterbett. Schau auf, schau ein Dedebjörn ins. Ne? Ja. Ich zieh beim weißen Schnierl an. Hab Schnierl in der Hand. Für mich hat der nicht gesungen. Der hat mich nicht beruhigt, der hat mich aufgeregt. Der hat mich so aufgeregt, dass die ersten Haare, was ich gekriegt habe, waren schon weiß. Ey, wenn ich aber da schaue, da kennen einige kennen den Teddybären. Du auch, du hast ja haben müssen. Ja. Und dann, ich kann mich nur gut erinnern, mein erster elektrischer Rasierer, der hat alles genommen. Augenbrauen, Wimpern, der hat alles, ich weiß ja wie der Spock. Die Spitzen waren schon zusammen angegangen, aber sonst weiter. Faszinierend. Aber den Flamm hat er nicht erwischt, Nein, nur so. Darum sage ich, die Technik zieht sich durch mein ganzes Leben durch. Ja? Jetzt muss ich erzählen. Haben wir noch Zeit? Ja, mehr Zeit. Nee? Jetzt pass auf. Nein, vor 3 Wochen hat ein Freund von mir eine Party gefeiert. Aber eine massive Party. Weißt du, so richtige Party. So, was? Aber so richtige, weißt du, da ist die Post gegangen. Ja? Halligalli. Tricksau-Party, weißt du, richtig, weißt du? Ja, der hat so gefeiert, der hat so eine Freude gehabt, der war so motiviert. Gut, war eine Scheidungsparty. Darum war der so drauf. Auf alle Fälle war ich bin ein Freund von dem und ich war bei der Party eingeladen. Und er hat gesagt, er zahlt alles. Also, das Essen und das Trinken. Und jetzt wisst ihr, was das heißt. Jetzt wisst ihr Bescheid, oder? Hey, wenn das nichts kostet, da gehst du nicht heim. Jetzt stehst du schon bis du her, verstehst? Aber wenn es nichts kostet, mir ist schon bis du hergeschrampen. Na, über den Bracker haben sie gesagt. Aber einen gescheiten Ami-Bratzau, also einen massiven. Ich geb's zu. Ich hab so einen Rausch, ich hab wieder geracht. Oh. Danke. Eher blöde Idee. Du musst dir vorstellen, jetzt habe ich schon 3 Jahre nicht geracht. 3 Jahre. Aber nein, ich in meinem Volldampf. Weißt du, ich stehe da, weißt du, so. Und jetzt kommt's. Du, wenn jetzt einer 40 Zigaretten am Tag raucht, ja, der kann das. Der kann das. Weil der hat die Handhabe. Ja, der hat ein Stück gezahlt. Der kann das. Bei denen ist schon automatisiert. Du, der denkt sich nichts. Der nimmt Zigaretten aus, der dämpft aus. Der kann's. Du, mir fehlen 3 Jahre. Ich nehme Zigaretten aus, dämpft aus, rutsch an, also geh an, und drück mit dem Daumen aber voll auf die Glut. Das, weißt du, die war länger oben, weil wenn du angesoffen bist, gefierst du es nicht gleich. Hä? Also die hat sich wirklich reingebrennt, weißt du, so. Aber dann gehst du schon, uff, Alter, da hat's dann, das hat so weh getan, da hat's dann schon nach Horn gestungen. Wie wenn der Hufschmidt da gewesen war, weißt du, so. Und so eine Blodern hat's mir aufgezeigt, so eine Blodern, voll. Und in der Vollfetten spürst du den wüden Hund, weißt du. Ah, du redest weh. Dann traust du, So von heimgehen weiß ich nichts mehr. Filmriss. Na, da fehlt was. Und ich muss ja dann beim Gorn-Dierl muss ich geschlafen haben. Ja, wer vom Gorn-Dierl zu Haustier weiß es wieder. Ja, da bin ich auf alle Viere gefechtsmäßig über den Rosen zu Haustier gerubbt.
gefechtsmäßig. Ich lieg vor der Haustür, hab mich dann millimeterweise in die Höhe gekämpft. Ich steh so vor der Haustür, so, leg meinen rechten Daumen in den Fingerpunkt. Jetzt kennt ihr die Blodern nicht. Und es war nur der rechte Daumen einprogrammiert. Jetzt stehst du vor der Hase. Früher hast du einen Schliessel gehabt. Was? Das hat einen Schliessel gegeben. Frau, hat es ein Eichel gedauert, bis du in den... Ist ja auch nicht groß, nicht? Das ist, da hast du einen Schlag zugemacht. Aber wenn du da drin warst, hast du umgedreht und tust reinkommen. Mit einem Schliessel. Fingerpoint, Gebet. Und mir war schon so kalt. Oh. Danke, danke. Wer mehr Jacken irgendwo? Man weiß es noch nicht. Ne? Auf alle Fälle ist mir eingefallen, dass ums Eck um mich, wisst ihr was, ums Eck, bei uns sagt man über Hirn, stirnseitig, habe ich gewusst, da ist das Wohnzimmerfenster kippt. Jetzt bin ich wieder auf der Hausgrin. Kennt ihr Hausgrin? Kennt ihr das? Das ist der Teil beim Haus, wo die Landwirte im Frühjahr wieder das Gehen lernen. Weißt du? Obwohl ich roppe wieder gefechtsmäßig um mich. Ich lieg vor dem Fenster, habe mich millimeterweise in die Höhe gekämpft, halt mich so beim Fensterbrill und beim Fenstersturz so und in den kippten Ding habe ich reingeschrien. Ja, ich hab gewusst, sie ist drin und sie hilft mir. Und ich schreie eine. Alexa! Alexa, Magnanium! Magnanium! In der Vollfetten versteht die dich nicht. Man, da musst Hochdeutsch reden mit dir. Wenn du da was daherlallst, da hast du ein Pech. Und ich, Alexa! Magnanium! Ich bin schon so narrisch geworden, die hat alles gemacht, nur eine Taste auf. Seit 2017 hat sie mir jedes Mail vorgelesen. In den nächsten 3 Wochen weiß ich genau, wie es wieder wird. Ina, Alexa! Mach die Haustür auf, die Geschissene! Und der Alexa, nein, es hat kein Haustier in die Wohnung geschissen. Walter, ich höre, ich höre in deiner Stimme, du bist aggressiv. Okay, ich bin nicht aggressiv, ich bin angesoffen. Ich bin fett. Ich werde dir einen Ernährungsplan erstellen. Ich bin schon so narrisch geworden. Ich hab schon so hingewaschen auf die Scheiben, komm in den Spalt rein. In dem Moment hat es mir alle 2 Haxen auf der Hauskräne ausgerissen und kommt. Ha! Ah! bin da in der mit der Haut ins Spalt drin. Ha! Es hat so lieb zu mir. Danke. Auf alle Fälle hat diese Hand da drinnen einen gewissen Druck auf das Fenster ausgeübt. So viel war's. Dass die Alarmanlage losgegangen ist. Und wenn bei mir die Alarmanlage auslöst, gehen automatisch die Mini-Rouletten runter. Au! Ich sag... Ma, danke. Hey. Ich sage euch eins, ich hab mich in meinem ganzen Leben noch nie so auf Kieberei gefreut. Danke sehr.